Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich in diesem Video einfach mal die Gewinner bekannt geben. Ich habe die schon vor über einer Woche bekannt gegeben auf Instagram und auf Snapchat. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr mir da gerne folgen. Besonders auf Instagram bin ich momentan wieder sehr aktiv und besonders im Februar werde ich da aktiv sein. Und ja, sorry, dass auf jeden Fall momentan so wenig Videos kommen auf YouTube. Das wird sich hoffentlich im Februar auch wieder ändern, weil da habe ich was geplant. Feiergoden. Und ja, so viel schon mal dazu. Also könnt ihr euch darauf schon mal gefasst machen. Also, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, würde ich mich sehr freuen darüber. Und falls ihr irgendwelche Videoideen habt, was ihr gerne sehen möchtet und mit wem, auch falls irgendjemand zuguckt von den ganzen YouTubern, mit denen ich schon mal aufgenommen habe, die ich kenne, wie auch immer, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren melden. Dann weiß ich auf jeden Fall schon mal Bescheid oder an euch, dass ihr mir irgendwelche Leute in die Kommentare schreibt. Wie gesagt, die Gewinner hatte ich ja bereits schon bekannt gegeben. Also, falls ihr schon Premium hattet und euch gewundert habt, woher das kommt, dann liegt das wahrscheinlich an meiner Verlosung. Ihr werdet jetzt ja sehen, ob ihr das wart oder nicht. An die Leute, die schon Premium hatten, da wird das einfach dazu addiert. Also heißt, wenn ihr noch einen halben Monat gehabt hättet ihr jetzt 1,5 Monate. Ich werde jetzt einfach mal die ganzen Gewinner preisgeben. Thema Premium konnten ja 5 Leute gewinnen. Ich werde die Kommentare hier einfach mal einblenden. Und sorry übrigens auch, dass das alles so lange gedauert hat. Irgendwie, ich weiß nicht, ich war die ganze Zeit noch bei Freunden und irgendwie gar nicht mehr am PC. Die Leute, die meine Streams verfolgen, haben ja auch gemerkt, dass die auch nicht mehr wirklich kamen. Tut mir auf jeden Fall wirklich, wirklich leid, dass das so lange gedauert hat. Okay, kommen wir zum ersten Gewinner. Und zwar ist das Laurenz. Alles Gute zum Birthday. Ich will Premium haben, weil ich öfters auf Gommi spiele und wäre nicht schlecht, dass ich Premium habe. Und dann hat er einen Ingame-Namen. Also Glückwunsch schon mal an dich. Und ich muss sagen, bei Premium habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass es ein längerer Text ist. Bei der Maus habe ich ein bisschen drauf geachtet und bei einem Gaming-Stuhl habe ich am Stream gesagt, dass ich die Person selbst auswählen werde, weil das ja schon etwas teurer ist. So 250 Euro will ich da nicht jemanden, der aus Versehen so auf meinen Kanal gestolpert ist und gesehen hat, dass ich halt eine Verlosung mache und dann, ja. Dann der nächste Gewinner ist Johannes. Ich habe schon 2 Monate Premium gewonnen, aber länger schadet nie. Also wird das bei ihm dazu gerechnet. Aber falls du der Meinung bist, der Typ hat schon, der bekommt nichts, ist mir auch egal, unwahrscheinlich. Aber falls doch, in Game heiße ich Johannes IBK. Also Glückwunsch an ihn auch. Und falls jetzt irgendwer rumheult, dass er ja schon Premium hat, das persönlich finde ich jetzt nicht schlimm. Ich meine, er hat halt gewonnen und ich habe ehrlich gesagt, dass Leute, die schon Premium haben, nicht mit dran teilnehmen dürfen. Selbst wenn ich das gesagt hätte, wäre es absolut scheiße von mir. Also, ja, ganz auf jeden Fall, weil ich glaube, da gibt es echt einige Leute, die sich jetzt denken, der hat ja schon Premium, warum bekommt er das wieder? Und generell, falls hier irgendwelche Nicht-Gönner sind, dann bitte verlass meinen Kanal, weil sowas will ich echt nicht auf meinem Kanal haben. Und daran merkt man ja schon, dass die Leute, die sich darüber aufregen in den Kommentaren, da kann ich froh sein, dass sie das nicht gewonnen haben, weil die ja nicht mal anderen Leuten das gönnen, also warum sollen die denn was gewinnen? Dann der nächste Gewinner, Donutstreusel. Alles Gute zum Geburtstag und ich will Premium, da es mich abfuckt, darum gekickt zu werden. Und mein Freund dauernd angibt, dass er Premium hat und ich nicht. Mein Ingame-Name ist MiniMiDonut. Ich würde mich freuen, wenn du mir Premium gibst. Viele Grüße an Zuschauer. So, dann der nächste, Good Boy. Alles Gute zum Geburtstag, Sarah. MC-Name Custom Rainbow. Guter Name. Ich möchte Premium haben, denn ich werde immer aus Skywars-Runden gekickt. Dann der nächste, Y-Aka-Sukins. Keine Ahnung. Alles Gute zum Geburtstag, fahr nicht so schnell, dein Auto kaputt, okay. Und würde gerne Premium haben, weil ich immer aus jeder Skywars-Runde gekickt werde. Und mein Auto ist noch heile. Ich kann jetzt ja alleine fahren, weil ich ja 18 geworden bin. Vielleicht gibt es ja einige, die das noch nicht gecheckt haben. Und ja, das waren jetzt auf jeden Fall die Premium-Gewinner. Jetzt kommen wir zu dem Gewinner von der Maus. Und zwar heißt der MC is RIP. Und ja, und ich heiße halt Jan. Und zwar hat er geschrieben, Like, normal, Abo, normal, Kommi, normal. Ich feiere Razer übel hart. Ich habe mir mit 12 meine erste Razer Death Adder geholt und vor 5 Monaten eine Black Widow Chroma. Die neue Maus wäre für meinen Bruder, um ihn in die Welt des Razers einzuführen. Er hat seine Maus vor 1 Monat beim CSGO-Spielen geschrottet. Selbst wenn ich nicht gewinnen sollte, bin ich trotzdem froh, überhaupt an solchen Verlosungen teilnehmen zu können. Danke, Sarah. Ja, wie gesagt, er hat auf jeden Fall die Maus gewonnen. Glückwunsch an dich. Die Sachen sind auch schon angekommen übrigens, weil ich habe die am Montag zur Post gebracht und gestern sind die angekommen. Und der Stuhl ist gestern auch bei dem Abonnenten angekommen. Und ja, dann kommen wir auf jeden Fall auch schon zu den Abonnenten, und zwar zu Henry. Und ja, ich bin echt mega, mega froh, dass er gewonnen hat, weil man kann echt so merken, ich habe auch noch so danach mit ihm geschrieben. Und ich bin echt mega, mega froh. Man kann so richtig merken, dass er sich richtig gefreut hat. Und das finde ich einfach so cool und er hat sich auch 1000 Mal bedankt und was weiß ich was. Also, und mir dann noch so Texte geschrieben und mir Sachen erzählt und was weiß ich. Also man kann auf jeden Fall merken, dass der Stuhl bei der richtigen Person gelandet ist, was mich echt mega, mega freut. Und wie gesagt, hat er halt einen längeren Kommentar geschrieben, weil ich habe ja geschrieben, dass ich... Weil ich habe ja gesagt, dass ich da etwas auf den Kommentar geachtet habe, weil ich finde es kacke, wenn da Leute sind, die sich so
viel Mühe geben. Dann kommt da so jemand, wie gesagt, der einmal auf meinen Kanal ist und einen Satz dahin klatscht. Und deswegen bin ich froh, dass er den gewonnen hat. Und zwar schreibt er: Also, ich bin schon circa ein Jahr plus dabei und verfolge dich aktiv. Ist meistens ganz entspannt, wenn man von einem stressigen Tag heimkommt, sich ins Bett legt und ein Video von dir anschaut. Ich finde deinen Schnittstil sehr passend und lustig und bin immer hyped auf Videos. Ich würde gerne den Stuhl gewinnen, da ich wenig Geld habe und ihn mir nicht kaufen kann. Und ich habe einen Hocker zum Spielen. Ja, mit dem Geld, bla, ich bin ja auch ziemlich geizig. Und wenn man dann mal Geld hat, dann will man es meistens auch in andere Sachen investieren, anstatt in einen teuren Stuhl und so. Also das kann ich auch nachvollziehen. Du bist mega witzig und unterhaltsam und es ist einfach schön, deine Videos zu schauen. Ich finde es auch richtig gut, dass du konstant bei Minecraft bleibst und nicht während dem Fortnite-Hype geswitcht hast, wie eigentlich jeder andere. Auch gut finde ich, dass du dich nicht in alle Hype-Themen einmischst und obwohl du nicht mehr so viele Klicks machst, trotzdem YouTube durchziehst. Danke. Und deine Streams sind richtig gut, da es nie langweilig wird, obwohl man in einem Stream zum Beispiel langweilige Stellen nicht rauscutten kann. Finde deine Videos mit Paul, Ele, Jorena, etc., wo ihr Trinkspiele spielt, richtig witzig, pure Unterhaltung. Ja, danke auf jeden Fall für deinen netten Kommentar. Generell danke an alle Leute, die an meiner Verlosung dran teilgenommen haben. Es werden euch eh noch irgendwann wieder neue Verlosungen erwarten, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also danke an alle, die dran teilgenommen haben und generell an die, die mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt und folgt mir auf Instagram. Bis nächstes Mal, haut rein und ciao. Lost it, baby, be honest. I can see you faded. I don't like to fake it.